Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe endlich mal wieder einen Laptop gefunden für vernünftiges Geld, den ich hier in einem Video thematisieren kann, nämlich für 20 Euro. Die Anzeige packe ich mal hier hin und ich habe, weiß ich nicht, also ich habe etwas anderes abgeholt, da werde ich gleich auch noch ein Wort zu verlieren. Eigentlich wohl cool, aber ich nehme das Video jetzt nochmal auf, weil wenn das Teil da oben dran hängt, ist nicht so toll. Ja, auf jeden Fall, wie ich es immer mache, dann geschaut, okay, was gibt es sonst noch in der Umgebung? Hab noch einen Ryzen 5 1600 abgeholt für 70 Euro. Ist wohl ein guter Preis, ne? Und dann gab es noch eben diesen Laptop. In der Beschreibung stand, Laptop funktioniert. Oder nein, erst hat er geschrieben, ein paar Tasten funktionieren irgendwie nicht. Ansonsten funktioniert der Laptop, hat er mir beim Verkauf auch nochmal gesagt. Es war aber allerdings kein Netzteil dabei. Hält mich jetzt nicht unbedingt auf. Ich habe ja wohl ein, zwei Netzteile immer hier. Zur Not nimmst du ein Universalnetzteil, die Dinger kosten 20, 25 Euro. Wenn man Glück hat, kriegt man auch für 10 oder 15 Euro einen Nachbau. Da muss man allerdings aufpassen, ob es dann wirklich der richtige ist. Was könnte ich noch dazu sagen? Ja, ich habe mir die Bilder angeschaut. Auf dem ersten Bild irgendwie der Laptop zugeklappt von oben und auf dem zweiten Bild hatte man dann so ein kleines Nvidia-Zeichen, so ein Aufkleber gesehen. Ich direkt, ja komm, scheißegal, nehme ich, weil naja, diese Laptops damals, die eine dedizierte Grafikeinheit hatten, kann auch eine GT 510 sein oder so, aber meistens hat man sich da irgendwas halbwegs Vernünftiges bei gedacht. Deswegen 20 Euro hätte ich auch ohne dedizierte Grafikeinheit genommen, weil wenn wirklich nur die Tastatur kaputt ist, eine Tastatur kostet 20, 30, 40 Euro, neuer Akku dazu, ne? Da kann man dann auf jeden Fall was dran verdienen oder sonst irgendwie Spaß mit haben. Und selbst wenn der Laptop auch komplett kaputt ist, für einen komplett normal, voll ausgestatteten Laptop, auch wenn die Festplatte fehlt, kriegst du die 20 Euro auf jeden Fall immer noch wieder für Display, Arbeitsspeicher, eventuell Tastatur, DVD-Laufwerk da drin, den Akku, naja, Schrauben, Kühler, kannst du alles einzeln verkaufen, machen auch sehr viele Leute bei eBay. Finde ich dann immer nur schade, dass man da nur noch einen halben Laptop kaufen kann. Vor allem, wenn man dann sagt, ja, 50 Euro VB für diesen Laptop, ach so, ja, nur das günstigste Einzelteil davon kostet 50 Euro. Ja, nee, ist klar, dann, naja. So, und da ist er schon. Das ist ein Acer V3771G 53216G75 Mai. Ja, tatsächlich Mai am Ende. Frag mich bitte nicht, warum Mai. Also, keine Ahnung. Herstellungsdatum steht auf der Rückseite irgendwas mit 2012 Ende dabei. Also schätze ich mal, dass das Teil 2013, spätestens 2014 verkauft wurde. Aber naja, dem Alter entsprechend sieht das nicht unbedingt aus. Also klar, hier sind so ein paar kleine Kratzer drauf, aber ich habe schon deutlich Schlimmeres gesehen. Hat auf jeden Fall kein 5-jähriger Kevin versucht, irgendwas mitzuspielen. Haben sie wohl gepflegt. Naja, verbaut sein soll irgendein i5. Das ist ein i5-3210M, 2,5 GHz. Ich schätze, ein Dual-Core mit 4 Threads. Und Grafikkarte ist eine GT 630M mit 1 GB. Ist jetzt, glaube ich, nichts super Gutes, aber immerhin noch besser als die HD-Grafik. Vielleicht kannst du hiermit noch ein bisschen spielen. Tastaturmäßig habe ich schon einige Tasten markiert. Sieht man auch eventuell schon. Das sind die Tasten, die nicht funktionieren. Ich habe in Kyrillisch schreiben können, weil auch Teile von Windows tatsächlich, wie man hier sehen kann, auf Russisch eingestellt sind. Das heißt, so oder so werde ich ja einmal Windows neu installieren, ist ja ganz klar. Und der braucht zwar nicht super lange zum Hochfahren. Stimmt, Festplatte könnte man mal gucken, wie groß die ist. Ich schätze 500 GB oder 750. Ah, 750, habe ich recht gehabt. Die gibt es nämlich gar nicht so super oft eigentlich. Tasten 2, Q, W, S, X und Y, die funktionieren nicht. Und naja, das sollte auf jeden Fall geändert werden. Im schlimmsten Fall kostet so eine Tastatur vielleicht 20, 30 Euro. Eventuell muss man das gesamte Palm Rest neu kaufen. Da würde ich aber von abraten, weil wenn man es neu kriegt, klar sind gar keine Kratzer mehr drauf, aber das sieht echt vernünftig aus. Also es wäre schade drum, das wegzuschmeißen, nur weil die Tastatur nicht mehr läuft. Jetzt sagt er mir 35 Minuten übrig, alles klar, dann hat er den Akku auch ein bisschen geladen. Das ist gut, aber ich schätze auch, es wird ein neuer Akku vonnöten sein. Ich weiß auch nicht, ob das Netzteil hiermit wirklich problemlos funktioniert. Der Laptop möchte 19 Volt haben, das Netzteil liefert 18,5 Volt. Ist üblicherweise kein großes Drama, das Teil wird einfach nur ein bisschen länger brauchen zum Laden. Das sollte aber jetzt nicht im Betrieb ausgehen, wenn wenn man gerade irgendwas spielt und gleichzeitig im Hintergrund noch ein Video konvertiert, aber sowas macht man ja auch nicht.
Arbeitsspeicher hierbei sind übrigens 6 GB, also einmal 2 und einmal 4 GB, schätze ich. Das sollte man auch noch ändern. So, und ich lese mir jetzt nochmal die Kommentare zu meinem Video durch, welches ich hier oben auch nochmal verlinke. Ansonsten habe ich schon verlinkt, irgendwas mit dem Titel, ich habe verkackt bei diesem Laptop oder so. Würde ich mal anschauen, da geht es nämlich auch um Tastaturen. Geht eigentlich nur darum, wie man die Funktionsfähigkeit der Tasten wiederbekommt. Vielleicht kann man unten drunter schauen, ob da Dreck drin ist oder so. Ich schätze aber mal, dass hier vielleicht ein Schluck Cola drin gelandet ist und dass deswegen die Tastatur nicht mehr läuft. Aber wir machen das jetzt filmemäßig so. Ich fahre das Teil eben runter, zerlege das Ding schon mal so weit. Würdest du... Ja, hier ist auf jeden Fall eine HDD drin. Oh Mann. Genau deswegen immer SSDs. Außer bei einem PC, der sehr günstig ist, so wie bei dem hier. Da kann man das echt nicht erwarten. Würdest du jetzt? Naja. Aber warte mal, ich könnte noch was zeigen. Das Teil wollte ich ursprünglich abgeholt haben. Habe ich auch gemacht und dann eben in dem Sinne das Angebot für das Teil entdeckt. Das ist ein Videovorschau-Monitor. Aber der ist echt zu schwer auf der Kamera. Ich könnte mir das wohl praktisch vorstellen, wenn ich dann am Schreibtisch sitze und in die Kamera labere, dann mit einem größeren Vorschau-Monitor, dann kann man besser sehen, was ich mache. Oder man nimmt so ein Teil mit, weil, ne, ist hier ein kleiner Anschluss dran, da können, glaube ich, 7 bis 18 Volt oder so rein. Dann kann man das Teil mitnehmen, zusammen mit einem PC, einem kleinen Boost-Konverter und dann Grafikkarten on the way, on the go testen im Auto, damit man... wenn der Verkäufer sagt, nee, ich habe keinen PC mehr, kannst du hier bei mir nicht testen, ne, dann landest du da nicht eine Niederlage. So, würdest du mich jetzt runterfahren lassen? Gibt's auch nicht. So, ja. Achtung, Achtung, eine Durchsage einmal. Ich möchte nochmal einen Temperaturvergleich anstellen, jetzt mit der alten Wärmeleitpaste von 2012 und mit der neuen Wärmeleitpaste, die wir hier auftragen werden. Ich verwende üblicherweise immer das hier. Arctic Cooling MX2 ist jetzt keine Werbung, es wird nur ständig gefragt, welche Wärmeleitpaste das ist. Da habe ich das jetzt einmal hier abgegrast, vielleicht auch, um dann überzeugen zu können, ja, die Wärmeleitpaste könnte man alle paar Jahre mal tauschen. Man sieht zwar auch manchmal andere Wärmeleitpaste, irgendwie hier diese kleinen Dinger zum Beispiel, oh, tschüss mit dir, die sind manchmal bei irgendwelchen Kühlern dabei. Und ich bin der Auffassung, dass auch solche Wärmeleitpasten hier, die sind halt vielleicht mal 2-3 Grad wärmer oder kälter, da gibt es, glaube ich, keinerlei Probleme. Was man allerdings nicht nehmen sollte, ist so ein Zeug hier. Das kommt aus China. Hat, glaube ich, 2,50 Euro gekostet für 20 oder 30 Gramm. Dieses Zeug hier kostet für 30 Gramm, glaube ich, 20 Euro. Ist aber auch preis-leistungstechnisch sehr, sehr günstig. Deswegen immer viel nehmen. So eine kleine Tube hier, die kann 5 Euro kosten. Und das hier 20, da siehst du 20 Gramm im Vergleich zu... 2 oder 3. Na, das wollte ich einmal loswerden. Und dann ist mir der Laptop gerade, da muss ich mich berichtigen, tatsächlich ausgegangen, auch mit einem geladenen Akku, als ich hier etwas installieren wollte. Also der ist nicht zack runtergefahren, zack ausgegangen, sondern ganz normal irgendwie runtergefahren. Irgendwie Display ist so ausgefadet, also als hätte man hier den Standby-Knopf quasi gedrückt. Das ist dann passiert. Und da habe ich gedacht, oh, das Netzteil war's. Und ja, das war es auch tatsächlich. Also diese 0,5 Volt haben hier tatsächlich einen Unterschied ausgemacht. Habe ich vorher bei anderen Laptops noch nie gesehen. Deswegen, da kann man mir ruhig widersprechen. Wenn man Spezifikationen hat, dann sind diese auch einzuhalten natürlich. Und da habe ich mir das Netzteil hier nochmal angeschaut. Das hat ja 19 Volt und 4,7 Ampere, so wie das, wie der Laptop es auch gerne haben möchte. Und das hat nur deswegen nicht funktioniert, weil wenn wir uns hier so einen Stecker mal anschauen, sehen wir ja, da ist ein Kreis drin und so zwei Kerben. Also wenn wir da mal reinschauen, vereinfacht gesagt sieht das dann so aus und da sind dann so zwei Pins drin. Die kannst du hier sehen und die sorgen dafür, dass dieser kleine schwarze Pin, wenn er da reinfährt, dass es elektrischen Kontakt gibt. Und diese Pins, Pins sind es ja nicht, Kontaktpunkte, die waren etwas sehr weit auseinander, sodass mit dem inneren Pin hier aus dem Anschluss kein elektrischer Kontakt hergestellt werden konnte. Deswegen, boah, ich rede ganz viel am Stück, habe ich mir eine Nadel genommen und die Dinger, weil wir ja hier eben Kerben haben, ne, ganz vorsichtig ein bisschen in die Mitte gebogen. Und wie man hier sieht, oh, meinte der Akku wäre jetzt voll? Das würde mich wundern.
Ja, der Akku ist auf jeden Fall kaputt. Der kann so schnell nicht aufgeladen worden sein oder es ist ein Wunder geschehen. Aber der hält jetzt auch viel besser hier drin. Also wenn ihr der Meinung seid, okay, der Stecker hält nicht mehr so gut, wenn man die Möglichkeit hat, solche Kontaktstifte da drin zu haben, die ruhig mal ganz vorsichtig ein bisschen in Richtung Mitte verbiegen. Allerdings nicht zu viel machen, weil sonst kannst du den Stecker da nicht mehr reinstecken und wenn du zu fest drückst, dann hast du dir den Stecker oder eventuell auch den Sockel da drin kaputt gemacht. Das wollen wir ja nicht. Eigentlich wollte ich da nur ein Bild von machen und gut ist. Aber wir sehen jetzt hier die Temperatur so 90 Grad und dann zack wieder mal bei 104. Und Power springt auch immer von 10 dann auf 20 Watt und dann ganz schnell wieder runter. Also irgendwie voll komisch, aber trotzdem Temperatur beim Grafikchip 91 Grad. Ja, das ist nicht ganz so toll, war aber hier auch schon mal, wo ist es denn, GPU-Temperatur auch mal bei 95 Grad. Also das kann man auf jeden Fall noch so irgendwie verbessern. Und wir sehen ja Thermal Throttling, das heißt Leistungsreduzierung, damit nicht so viel Temperatur abgegeben wird. Läuft hier schon die ganze Zeit. Das ist nicht so toll. Und eigentlich sollte das Teil auch hier durchgängig ganz auslasten. Ja, ne, ich mache das mal zu. Wechsel das mit in dem Begriff. So, zack, du gehst auch zu, du gehst auch zu. Den eigentlichen Prozess des Laptop-Auseinanderbauens habe ich ja schon oft gezeigt. Dazu gibt es sogar ein eigenes einzelnes Video als Anleitung, jetzt oben rechts verlinkt, da musst du dann draufklicken. Wir richten das Hauptaugenmerk jetzt erstmal aufs Ersetzen der Wärmeleitpaste, hier mal von der Seite aus als Close-Up. Als erstes würde ich vorschlagen, den Stromanschluss des Lüfters zu entfernen. Danach werden die Schrauben von CPU und Grafikchip oder Chipsatz gelöst. Manchmal sind die Schrauben so angebracht, dass sie nicht abfallen können, manchmal sind sie aber auch lose, da bitte aufpassen. In diesem Falle sah die Paste für ihr Alter gar nicht so schlecht aus, trotzdem muss sie runter mit Hilfe von Q-Tips, Tüchern und Isopropanolalkohol oder auch Bremsenreiniger. Wenn die Paste ziemlich hart ist, bitte nur Plastikspachtel dafür verwenden, die dann abzukratzen. Mit einem Schraubenzieher kann man schnell was kaputt machen. Bitte auch nichts direkt auf die Chips sprühen, sondern aufs Tuch. Beim Kühler würde ich sagen, da ist das erstmal egal. Oft befindet sich eine Menge Staub direkt in der Kühleinheit am Lüfter, die bitte auch zerlegen. Die Hersteller überlegen sich die kuriosesten Sachen. Manchmal sind die Gehäuse geschraubt und manchmal sind sie verklebt. In letzterem Falle würde ich empfehlen, etwas doppelseitiges Klebeband zur Hand zu haben, falls die alten Klebestellen am Ende nicht mehr kleben wollen. Die Menge an Staub darin kann dazu beitragen, dass die Kühlleistung verringert wird. Daraus resultieren ziemlich hohe Temperaturen und/oder Thermal Throttling, sodass die Leistung des Laptops gedrosselt wird. Ich würde behaupten, dass einige jüngere Zuschauer die Drossel aus ihrem Roller entfernt haben. Das mal als Vergleich, lasst euch besser nicht erwischen. Und nun muss alles wieder zusammen. Ich finde, das war ein ganz normales Maß an Staub für die Zeit. Naja, also Wärmeleitpaste auftragen, die Schrauben sind gelegentlich nummeriert, aber auch falls nicht, die Schrauben alle erstmal ein, zwei Gewindegänge eindrehen und dann über Kreuz festziehen. Ist wie beim Reifenwechsel, nur mit einem 140stel an Newtonmetern. Unter dem Chipsatzkühler, wenn man ihn wirklich als solchen bezeichnen kann, befindet sich ein Heatpad. Wenn dieses selbst beim vorsichtigen Entfernen reißt, dann bitte ersetzen. Dieses ist aber noch weich und glibberig genug, das kommt wieder zurück. Zu guter Letzt kommt das Mainboard wieder zurück ins Gehäuse. Bitte die Kabel dabei nicht vergessen, richtig anzuschließen.
In der Regel sind die Schraubenlöcher mit einem Pfeil markiert, bitte auch nur dort Schrauben eindrehen. Die restlichen Schraubenlöcher sind für Gehäuseteile, Tastaturen und so weiter reserviert. Anschließend habe ich die Ports noch mit etwas Silikonspray und einer Zahnbürste gereinigt, die sehen danach aus wie neu. Hier habe ich die Tastatur einmal vom Palmrest entrissen. Sie war mit nur 20 Schrauben befestigt, um sie auf Schäden zu prüfen. Von unten war sie nur verklebt, sodass ich keine Leiterbahnen einsehen konnte. Provisorisch einmal am Laptop angeschlossen, funktionierten die oben benannten Tasten wieder. Da bin ich von einer schmutzigen Verbindung am Flexkabel ausgegangen. Paranoiderweise habe ich die 750 GB Platte mit Crystal Disk Info auf Smart-Werte auch nochmal eben geprüft. Einmal als kleines Shoutout an den Zuschauer Kingsprite, der mich darauf aufmerksam machte, dass die Rohwerte unter Options auf Dezimal umgestellt werden können, sodass ich die Hexwerte nicht jedes Mal umrechnen muss. Das war ganz praktisch, danke dafür. Folglich habe ich die Tastatur einmal trocken gereinigt. Wir wissen ja, was letztes Mal passiert ist, nicht? Also wirklich, da kam jetzt kein Tropfen Flüssigkeit rein. Jener habe ich den kompletten Laptop wieder zusammengebaut und ich war so happy, nicht weil ich mir irgendwie die 20 Euro gespart habe, sondern ich kann es euch nicht sagen, es ist einfach cool, irgendwas rausgefunden zu haben, was andere nicht in Betracht gezogen haben oder was eigentlich einfacher war, dachte ich. Ja, richtig schön. So gefällt mir das. Guck mal, das glänzt wieder schön, wenn man hier drüber geht mit den Händen. Ja, so ist gut. Das einzige Problem, das Mauspad funktioniert nicht, die Tastatur funktioniert nicht und im BIOS, wenn ich hier irgendwelche Tasten drücke, komme ich nicht ins BIOS und über USB komme ich auch nicht ins BIOS. Weil, ja danke, weil aber die Tastatur vorhin funktioniert hat, also alle Schrauben noch mal raus. Wenn man das Teil einschaltet, also wir sind jetzt zwar am Akku oder so, also hier eventually sollten wir da mal irgendwo landen, aber passiert halt überhaupt nichts. Ja, ja, woran könnte es liegen, dass die Tastatur und das Mauspad, also das Touchpad, nicht mehr funktionieren? Lasst mal dazu eine Meinung da. Das würde mich mal interessieren, was ihr glauben würdet, woran das liegen könnte. Dann habe ich festgestellt, man kommt auch über eine USB-Tastatur nicht ins BIOS. Das konnte ich vorher nicht prüfen. Ich weiß aber, dass Tastatur und Touchpad vorher funktioniert haben. Also, was da los? Eventuelle Antworten auf diese Fragen werden wir allerdings im nächsten Part hierzu erfahren. Ja, ich habe mich gerade, glaube ich, ein bisschen übernommen, vor allem beim Zeitraffer. Ich habe mir gedacht, ja, zeige ich das ein bisschen detaillierter, irgendwie für eine Minute alles. Und dann habe ich da mal eben so ein Skript runtergerattert. Und naja, das lief irgendwie besser als sonst. Also ich habe mir jüngst eine mechanische Tastatur besorgt, irgend so ein Teil von Aukey, auch ohne Beleuchtung oder sowas, hat bei eBay Kleinanzeigen 25 Euro gekostet. Und das Ding ist super laut beim Schreiben, aber mir passiert es ganz oft, dass wenn ich zum Beispiel ein Wort schreiben möchte, dessen erster Buchstabe groß sein soll, dass der zweite automatisch auch mit groß geschrieben wird. Und da passiert das nicht. Deswegen macht mir das mehr Spaß, irgendwas zu schreiben momentan. Ich weiß noch nicht, wann ich mir das angeeignet habe. Kann man sich Schreiben eigentlich falsch beibringen auf der Tastatur? Dass ich irgendwie ein Wort zu früh beende oder sowas oder zu spät erst. Aber ist wohl cool, so ein Teil. Könnte ich auf jeden Fall mal empfehlen. Zumindest Leuten, die ein ähnliches Problem haben. Gibt es dieses Problem überhaupt? Naja, aber dies bietet auf jeden Fall mir die Möglichkeit zu fragen, was ich mit dem Laptop testen soll, wenn er denn wieder funktioniert. Wir wissen ja, dass er hochfährt. Eventuell kriege ich Windows nicht neu installiert, das weiß ich, das wissen wir jetzt ja noch gar nicht. Aber da ist ja noch die Festplatte drin und der Vorbesitzer hat es irgendwie geschafft, dort auch Windows drauf installiert zu haben mit kyrillischen Buchstaben. Ich meine, Russisch konnte man mal lernen bei uns an der Schule, aber ich hatte noch mit Latein ganz viel am Hut und deswegen
konnte ich mir das, glaube ich, auch zeitlich oder so nicht leisten, dann noch eine Extrasprache mit dazu zu nehmen. Aber ne, wir können ja immer noch USB-Maus und Tastatur anschließen in Windows. Das funktioniert dann kurioserweise nämlich. Und zumindest so ein paar Tests machen. Und ja, natürlich werde ich auch die Temperaturen nochmal im Auge behalten, beziehungsweise das Ganze dann vergleichen. Und eine letzte Sache. Irgendwie passt der Titel nicht ganz, aber irgendwie sollte er halbwegs interessant klingen. Ich meine, wenn da jetzt irgendwas nicht vernünftig funktioniert oder erst nach ein bisschen nachhaken, ausprobieren oder sonst was, ich mag das eigentlich wohl. Ich mag die Herausforderung dahinter, weil da lernst du dann immer irgendwas Neues, was andere Leute dann nicht für möglich gehalten haben oder so. Manchmal treibt es mich auch in den Wahnsinn, aber solange es am Ende dann irgendwann stimmt, dann passt das. Es gibt zwar ein paar Videos von mir, wo ich dann irgendwann gesagt habe, so, nee, ich will nicht mehr. Und das sollte auch mein gutes Recht bleiben. Ich finde das dann nur immer ein bisschen doof, wenn ich dann sage, so für mich, ja, lohnt sich für mich jetzt nicht mehr, da irgendwie Zeit reinzustecken. Beispielsweise war das bei dem iMac G5 der Fall gewesen, obwohl ich habe da ein anderes Betriebssystem Linux-mäßig draufgekriegt, aber das Teil ist sowieso langsam. Und wenn man dann da wieder drüber nachdenkt, das Teil einfach nur behalten oder benutzen zu wollen, aber dass es einfach nicht klappt, weil das Teil alt oder langsam ist, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob das wirklich jetzt hundertprozentig geklappt hat. Solche Sachen, das muss man immer für sich selber wissen und nicht für andere entscheiden sollen. Natürlich kann man immer Vorschläge machen, aber ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, was ich testen soll oder auf keinen Fall machen sollte, was es eventuell sein könnte oder auch nicht, was ich noch für Bauteile bestellen muss oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das Teil ja auch vom Tisch gefallen. Man weiß es nicht. Man wird es erst später erfahren. Hiernach wird übrigens erst das Video kommen, nochmal zum Thema RAID, allerdings im Vergleich zwischen Hardware und Software RAID, sodass ich genügend Zeit habe, mir die Kommentare durchzulesen und dementsprechend auch darauf zu reagieren. Eigentlich wollte ich da auch irgendwie ein halbstündiges Video insgesamt von machen, obwohl ich noch nicht alles aufgenommen habe, aber just gerade habe ich gemerkt, ja okay, das klappt nicht, auch so zeitlich nicht, weil, also ich will mich dafür auch gar nicht entschuldigen, es ist nur, also es ist so schade. Ich würde das, was ich hier mache, würde ich den lieben langen Tag, jeden Tag gerne machen, aber das klappt nicht und ich will auch nicht über Patreon darauf, oder darauf angewiesen sein, dass jemand dann eine monatliche Spende oder sowas abgibt. Und ja, erstmal die Ausbildung fertig machen und dann, ja, dann schauen wir auf jeden Fall weiter. Aber es ist trotzdem so, dass man in der Ausbildung sowieso mehr Zeit hat als nach der Ausbildung. Ich habe jetzt noch Berufsschule, das heißt 2 Tage, die eigentlich nur zur Hälfte lang sind. Ja, da freue ich mich, glaube ich, schon drauf. Das wird dann richtig cool. Aber es sind noch 2 Jahre, also. Kann ja auch sein, dass es bis dahin kein YouTube mehr gibt. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, aber ja. Macht immer noch Spaß und das ist gut. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.